In meinem Buch erzähle ich, wie ich als frankophile Süddeutsche hinter Deichen zu überleben versuche. Denn eigentlich hatte ich ja von Frankreich geträumt, von Chanel und Champagner, von den Champs-Élysées, vom Quartier Latin und dem Louvre und von einem Jean-Luc oder Jean-Louis, der mir den Kopf verdreht. Aber es wurden Klompen statt Haute Couture, Rembrandt statt Renoir und Gouda statt Camembert. Und aus Jean-Luc wurde Jan Kees. Dank meiner besten Freundin Christine verliebte ich mich in einen Holländer. Für alle, die auf Liebe und Romantik stehen, kombiniert mit lustiger Landeskunde. Denn das bietet dieses Buch. Und dann natürlich für alle, die mehr über Holland erfahren wollen und über die Niederlande. Gibt es ja wirklich nur Kiffer, Kühe, Tulpen und Tomaten. Welche Klischees stimmen, welche nicht? Der Leser erfährt eine Menge über die Niederlande. Er begleitet mich bei der Entdeckung des vertikalen Wohnens. Er wird in die hohe Kunst des Deichbaus eingeweiht und in die des Radklauens. Auch ernste Themen fehlen nicht. Zum Beispiel, wie die Niederländer mit Sterbehilfe umgehen. Oder welche Rolle niederländische Blauhelme 1995 in Srebrenica gespielt haben. Sehr, sehr viel. Das ist mein allererstes Buch und das Schreiben hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist eine Art Gesellschaftschronik der Niederlande der letzten 20 Jahre geworden. Vieles, was ich seit meinem Umzug in dieses Land erlebt habe, konnte ich in diesem Buch verarbeiten. Den berüchtigten Elfstede Eisschnelllauf zum Beispiel, der 1997 zum letzten Mal stattfinden konnte. Die Traumhochzeit von Kronprinz Willem Alexander und seiner Maxima 2002. Aber auch die politischen Attentate auf Pim Fortuyn und Theo van Gogh, die die niederländische Gesellschaft fast aus den Angeln gehoben haben. Die vielgepriesene niederländische Toleranz wurde dabei auf eine harte Probe gestellt. Ich werde weiterhin als Auslandskorrespondentin für deutsche Medien über die Niederlande berichten. Das ist mein Beruf und er macht mir auch sehr viel Spaß. Aber ich hoffe, dass dieses erste Buch nicht auch das letzte war. Dazu hat das Schreiben viel zu viel Spaß gemacht. Es ist gerade so, als wurde in mir eine Seite zum Klingen gebracht, von der ich vergessen hatte, dass ich sie überhaupt besaß. Ich hoffe, dass sie nicht mehr verstummt. Und ich hätte noch so viel zu erzählen. Ich hätte genügend Lesestoff für einen zweiten Teil. Als Journalistin habe ich immer wieder das Vorrecht, sehr interessante Menschen interviewen zu dürfen. Und die machen mir eigentlich immer wieder eines klar. Es gibt keine Grenzen. Wenn du wirklich etwas erreichen willst, dir ein Ziel gesetzt hast, dir einen Herzenswunsch erfüllen willst, versuch es zu tun, trau dich. Ergreif die Chancen, die das Leben dir bietet. Das ist mein Lebensmotto und das möchte ich auch meinen Lesern mit auf den Weg geben. Emma!